Was passiert eigentlich, wenn 195 Jugendliche für 3 Tage den Landtag übernehmen? Ausbildungsberufe attraktiver gestalten, den Fachkräftemangel in NRW lösen und politische Bildung fördern. Diese Themen werden erst innerhalb der Fraktion und dann gemeinsam im Plenarsaal diskutiert. Ich verabschiede mich und Torben übernimmt. Ciao, Frieda. Und ich nehme euch heute mit für die grüne Fraktion. Sehr, dass ihr dann anschließend als Botschafterin und Botschafter für unsere Demokratie raus in die Welt geht und dafür wirbt. Denn Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Dagegen. Kompromisse. Ich gehe zu die Wahl an. Sehr gerne und ich freue mich auf die Arbeit. Vielen Dank. Und wie sind die so drauf? Die sind super drauf. Ich überlege, wie ich so drauf war mit 16. Also die sprechen schon ordentlich flott und sind sehr motiviert, sehr diszipliniert, muss man auch sagen. Und haben offensichtlich richtig Spaß an der Arbeit. Danke dir, Merdad. Ich bin jetzt hier bei den ganzen Teilnehmenden und ich frage einfach mal, wie es ihnen so geht. Wie fühlt sich bis jetzt an? Es ist sehr aufregend. Man sieht ganz viele verschiedene Menschen, ganz viele verschiedene Parteien. Wie gefällt sie bis jetzt? Mir gefällt es sehr gut. Also mir den Diskurs innerhalb der Fraktion und in anderen Fraktionen macht mir sehr viel Spaß. Hey, darf ich kurz stören? Was steht jetzt noch so an bei euch? Wir warten jetzt da, haben jetzt gerade Pause und dann geht es gleich in unsere Anhörung. Vor mir habe ich hier die neu gewählten Vorsitzenden und ich frage einfach mal, wie fühlt ihr euch? Eigentlich ganz gut. Also die Fraktion ist sehr, sehr nett, man kann gut arbeiten und typisch wie wir Grüne halt sind, ist es alles inhaltlich und sachlich. Ich finde es auch schön, dass man vor allem eine Frauenquote hat, die eben die Fraktion nach außen vertritt. Und ich denke mir so, bei der besten Fraktion kann eigentlich nichts schieflaufen. Hi, welche Themen habt ihr heute noch so auf der Liste? Wir haben jetzt gleich die Anhörungen. Ich bin beim zweiten Antrag dabei, zum Antrag für politische Bildung. Danach gehen wir nochmal in die Fraktionssitzungen. Würdet ihr den jungen Landtag weiterempfehlen? Sicher! So geht das.